Hallo zusammen, mein Name ist Bertolt Daubner von Renature Garten Design und wenn ihr bei euch einen uralten Baum im Garten haben wollt und das in endlicher Zeit, also kurzer Zeit, dann müsst ihr jetzt unbedingt dranbleiben. Das könnt ihr nämlich wunderbar simulieren und zwar mit einer sogenannten Kopfweide. Heute möchte ich euch ganz genau erklären, wie ihr bei euch im Garten eine Kopfweide pflanzt, was ihr da alles beachten müsst und warum ihr das unbedingt tun solltet. Kopfweiden, das erstmal ganz kurz geschichtlich dazu, sind rein menschliche Produkte, also reine Teile der Kulturlandschaft. Viele von euch haben das bestimmt auch schon draußen gesehen, gerade an Bächen oder Flüssen gibt es das recht häufig. Da stehen am Rand dann so riesige Baumstümpfe, teilweise Meter Durchmesser und oben sind diese verdickt, also haben mehr Umfang oben am Kopf quasi und da gucken dann lauter kleine Ruten raus. Die werden dann auch immer wieder geschnitten, dann sieht es richtig so ein bisschen kahl aus das Ganze. Teilweise werden die auch nicht geschnitten, das ist dann auf Dauer auch ein Problem, weil wenn die Äste dann irgendwann zu dick werden, dann erträgt das der morsche Stumpf nicht, dann kippt das Ganze nach außen. In der Geschichte der Menschheit wurden Korbweiden sehr, sehr lange und sehr, sehr intensiv benutzt, weil man eben aus diesen Ästen ganz, ganz viel machen kann und machen konnte. Es wurde auch nicht nur die Weide benutzt, es wurde auch die Hasel benutzt, auch die Hainbuche, auch die Linde und die Esche, wahrscheinlich auch noch ein paar weitere Baumarten, weil das geht mit relativ vielen Baumarten relativ gut und zwar mit allen, die sehr, sehr stark austreiben können, wenn man sie abschneidet. Und da gehören die Weiden eben wunderbar dazu. Und das Schöne mit diesen Ästen ist, da konnte man dann Körbe draus flechten, man konnte aber auch Traggestelle machen, im Weinbau wurde es verwendet, sogar beim Uferbefestigung, Dammbau, also für alle möglichen Zwecke konnte man das wunderbar brauchen und es ist natürlich auch viel, viel Masse, die da produziert wird, weil so ein Baum sehr, sehr schnell da sehr, sehr viele Äste produziert und die kann man dann eben sehr, sehr gut nutzen. So, jetzt nochmal zurück zum Anfang. Warum ist es so was Wichtiges und so was Besonderes, einen uralten Baum zu haben? Ich denke, den Traum hat wahrscheinlich jeder, der sich so ein bisschen in der Natur auskennt und auch so ein bisschen Spaß dran hat, durch die Natur zu gehen, wenn man da rumläuft und man sieht so einen richtigen Baumriesen, so einen richtigen, eine alte Eiche, einen richtig alten Baum, der so irgendwie einen Meter, 1,50 Meter Durchmesser hat oder auch mehr, dann steht man davor richtig ehrfürchtig. Man weiß, dieser Baum hat schon viele Jahrhunderte irgendwie gelebt, den gibt es also schon seit 400 Jahren, 300, 500, was auch immer. Ganz, ganz viele Menschengenerationen, da ist so viel geschichtlich passiert und das alles hat dieser eine Baum, dieses Lebewesen schon mitgemacht. Finde ich wahnsinnig faszinierend und dann auch diese Form, so gerade bei Eichen, diese knorrigen Äste, wo dann auch an einigen Stellen schon Astlöcher drin sind. Man weiß genau, hey, da oben könnte vielleicht jetzt auch ein Steinkauz hausen oder sowas. Dann sieht man teilweise Pflanzen, die auf diesen Bäumen irgendwo schon wieder drauf wachsen, neue Pflanzen, weil sich da oben ein neues eigenes Ökosystem ergeben hat. Wahnsinnig viele Ameisen und Käfer krabbeln am Stamm hoch und runter, also da ist richtig, richtig Leben. Und das Problem ist natürlich, wenn ihr jetzt hingeht und sagt, hey, ich habe hier einen schönen Garten, ich pflanze da jetzt mal eine Eiche, dann müsst ihr halt 200 Jahre warten, bis das mal ein richtiger alter Baum ist und der richtig viel Wert für die Biodiversität hat, weil alte Bäume haben einen wesentlich höheren Wert oder in vielen Fällen einen sehr, sehr hohen Wert für die Biodiversität, eben weil sich da unfassbar viele eigene Nischen und eigene kleine Ökosysteme ergeben. So ein Baum ist also im Prinzip ein richtiges, komplettes, wahnsinnig wichtiges Ökosystem. Wenn ihr den jetzt pflanzt, dann haben davon eure Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel irgendwann was. Das ist schön, aber ihr wollt ja auch was davon haben. Und genau da kommt jetzt die Kopfweide ins Spiel. Die Kopfweide macht das Ganze nämlich im Schnelldurchlauf, dadurch, dass man sie verletzt. Das ist eben der Punkt, da dringen dann Pilze ein. Und das sorgt dann dafür, dass dieser Baum auch oben diesen Kopf bekommt, weil der wird dann versucht zu überwallen, die Wunde quasi. Und dadurch wird das oben immer dicker, immer dicker, immer dicker und dadurch fängt der Baum aber durch diese vielen Wunden an, kriegt er Pilze, fängt sich an zu zersetzen an verschiedenen Stellen, bekommt dann diese Baumhöhlen und kriegt dann eben all diese Aspekte und baut all diese Nischen auf, die so ein uralter Baum eben auch aufbauen kann. Nur das kann der eben in sehr viel kürzerer Zeit machen. So eine Kopfweide hier, die gewinnt im Jahr 2, manchmal auch 3 Zentimeter sogar an Durchmesser. Das heißt, wenn ihr Glück habt, habt ihr, wenn ihr sie jetzt pflanzt, in 30 Jahren hat die schon 60 cm Durchmesser. Das ist dann schon so ein Oschi, ne? Also so ein Teil. Das ist dann schon richtig, richtig wertvoll. Klar, 30 Jahre ist auch wieder viel Zeit, aber das ist eben die einzige Möglichkeit. Wenn ihr jetzt eine Eiche setzt, dann hat die in 30 Jahren halt irgendwie 10 Meter Höhe. Das ist, und dann hat so ein Durchmesser, da seid ihr noch nicht wirklich weit mit. Und die Korbweide ist eben eine Möglichkeit,
unfassbar vielen Tieren weiterzuhelfen und auch sehr, sehr vielen gefährdeten Arten. Deswegen mein Plädoyer, unbedingt bei euch im Garten eine Korbweide setzen, weil wenn ich ehrlich bin, wenn ich da draußen durch die Gärten schaue, ich habe fast nirgendwo eine Korbweide gesehen. Dabei ist es eigentlich eine unheimlich smarte Idee, weil die Korbweide im Vergleich zu der Eiche auch noch viel, viel weniger Platz braucht. Die wird ja nicht wesentlich höher als da, wo ihr sie mal abgeschnitten habt. Der Stamm hier wächst nicht. Die Ruten oben brauchen natürlich, je nachdem, wie oft ihr sie schneidet, schon 4-5 Meter auch nachher im Durchmesser. Aber das ist kein Riesendurchmesser, 5 Meter, überlegt euch das mal, ein großer Strauch im Prinzip. Und damit habt ihr eben nachher eine eigene Korbweide bei euch im Garten. Dann kommen wir jetzt mal dazu, was ihr damit alles machen könnt. Wenn ihr bei euch eine Korbweide setzt, könnt ihr sogar erwarten, dass da mit der Zeit auch einige sogenannte Epiphyten sich drauf einsiedeln. Das dauert zwar eine Weile, weil dazu braucht ihr wirklich ein bisschen Fläche. Aber da kommen dann eben Pflanzen drauf. Das sind meistens sogar Pflanzen, also Epiphyten sind Pflanzen, die auf anderen Pflanzen wachsen. Das sind dann oftmals sowas wie kleine Beerensträucher zum Beispiel, wie eine Stachelbeere, auch eine Johannisbeere, manchmal auch ein Holunder, der da drauf wächst, weil da natürlich viele Vögel das hier als Ansitz nutzen. Und wenn die natürlich dann da oben ihre Hinterlassenschaft hinterlassen, dann kann da oben eben letztendlich eine neue Pflanze wachsen. Und das liegt daran, dass durch diesen Schnitt da oben so ein ganz starker Holzmulm entsteht. Das heißt, das Holz wird sehr, sehr schnell zersetzt. Die Weide hat auch ein sehr weiches Holz, was auch sehr einfach zersetzt wird. Und dadurch habt ihr da oben ein wunderbares Keimbett. Das ist so, ja, wie so ein schönes Aussaatsubstrat, was ihr kaufen könnt im Gartencenter. Und da können eben dann die Pflanzen auch keimen. Die Wurzeln können dann auch eindringen in die verschiedenen Stellen der Weide mit der Zeit, weil die einfach immer breiter wird. Und da können dann theoretisch sogar so Aufsitzerpflanzen oben drauf wachsen. Also das ist wirklich ein einmaliger Lebensraum. Der nächste Punkt natürlich bei der Weide ist auch, Weidenarten werden ja nicht nur hier der Stamm von ganz vielen Pilzen und ähnlichen Dingen zersetzt, sondern auch natürlich die Blätter sind wahnsinnig interessant für eine Unmenge an verschiedenen Tieren. Da gehen ganz viele Falterarten ran, die da dran fressen von Weiden. Es gibt eine richtige große Menge an Käfern, die das frisst. Auf dieser Weide werden sich auf Dauer auch verschiedene andere kleine Ökosysteme ergeben, wie zum Beispiel Bereiche, die besonders nass sind. Da können dann zum Beispiel auch Schwebfliegen ihre Larven unterbringen. Es gibt wieder Bereiche, die ganz trocken sind. Dafür gibt es auch wieder Spezialisten. Es gibt nachgewiesenermaßen über 550 Käferarten, die von so einer Kopfweide leben können. Und darunter auch ganz, ganz seltene Arten, wie zum Beispiel der Eremit. Habe ich euch hier auch mal ein Bild. Ganz seltener Käfer, der wird wahrscheinlich bei euch nicht vorkommen, weil der nicht so arg weit fliegen kann. Aber es ist eben ein unfassbar toller Lebensraum, den man sich damit in den Garten holt. Dazu kommt dann auch, dass in den Jahren, wo man nicht alles abgesäbelt hat, die Weide natürlich auch blüht im Frühjahr. Und Weidenpollen sind wahnsinnig wichtige, weil sie sehr, sehr große Mengen an Pollen liefern, sehr, sehr gute Pollen. Und weil es viele Arten gibt, unter den Wildbienen auch, die eben auf Weidenpollen spezialisiert sind. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass ihr bei euch im Garten eine Kopfweide habt. Kommen wir jetzt dazu, wie macht ihr das? Wie geht man da am besten ran? Grundsätzlich eignen sich einige verschiedene Weidenarten als Kopfweide. Einmal die klassische Silberweide, das ist die Salix alba. Dann gibt es davon noch die Unterarten Rötelweide und Dotterweide. Das ist, glaube ich, eine Hybride. Dann gibt es auch noch die Korbweide, Salix viminalis, die Bruchweide, Salix fragilis und die Purpurweide, Salix purpurea. Die Saalweide, Salix caprea, geht nicht. Bitte aufpassen, die eignet sich nicht. Die fault viel, viel schneller noch als die anderen Weidenarten. Das heißt, die wird nach 10, 15 Jahren ist die dann tot, wenn ihr die so beschneidet. Deswegen lasst das bitte sein, das funktioniert nicht. Ich empfehle eigentlich, am einfachsten kommt man eigentlich an die klassische Silberweide ran. Das hier ist jetzt eben auch die Silberweide, Salix alba. Die gibt es wirklich an vielen, vielen Stellen. Idealerweise solltet ihr vom Zeitpunkt her diesen Stamm im Februar abschneiden. Februar, März ist die beste Zeit zum Pflanzen. Auf jeden Fall, bevor der austreibt. Also wenn der anfängt auszutreiben und Blätter kriegt, wird es schwierig, weil dann verdunstet der über die Blätter relativ viel Wasser, hat aber umgekehrt noch kaum Wurzeln, mit denen er das Ganze versorgen kann. Deswegen unbedingt vor dem Laubaustrieb, also Februar, März, ist die beste Zeit zum Schneiden und auch zum Pflanzen. Und was man da macht, man braucht jemanden, der ein Grundstück hat, wo so eine Weide draufsteht. Da müsst ihr euch dann einen Stamm organisieren. Ihr müsst euch überlegen, wie hoch ihr das machen wollt. Ich empfehle es nicht wesentlich über Kopfhöhe von der Höhe abzuschneiden nachher, weil ansonsten kommt ihr an die Stämme hier oben nicht mehr ran. Wir müssen die hier ja jedes
Ja, oder in einem gewissen Jahresabstand auch abschneiden. Und wenn ihr da irgendwo auf eine Leiter klettern müsst, wird das Ganze relativ unhandlich. Und ihr müsst bedenken, das Teil muss auch noch unten 80 cm tief etwa in den Boden rein. Das heißt, ich habe mir hier einen Stamm rausgesucht, der hat eine Länge insgesamt von knapp über 3 Metern. Und dann habe ich hier so 2,10 Meter ungefähr und habe da unten jetzt noch 90 cm etwa im Boden. Und das ist ungefähr die Länge, die ihr euch raussuchen solltet. Dicke sollte er mindestens mal 5 cm haben, der Stamm. Besser ist 10 cm. Je dicker, desto besser. Die Wurzeln auch besser an. Also nicht glauben, dass es schlechter wäre, nur weil sie irgendwie, also weil sie dick sind, wurzeln die wirklich besser an, als wenn sie dünner sind. Dann ist es auch noch unheimlich wichtig, dass ihr den Stab am besten, wenn ihr ihn abschneidet, ganz schnell vielleicht in eine Regentonne reinstellt oder so, weil vor dem Pflanzen sollte der vielleicht 2, 3 Tage wirklich richtig viel Wasser gezogen haben, also ruhig im Wasser stehen. Das geht natürlich jetzt im Eimer nicht mehr, weil der natürlich viel zu groß ist. Deswegen ist so eine Regentonne eigentlich ganz praktisch. Oder ein anderes Gefäß, wo ihr sagt, ihr habt eine Möglichkeit, eben relativ hoch Wasser aufzufüllen. Oder schlagt den mit feuchten, nassen Tüchern ein in dem unteren Bereich, wo ihr ihn pflanzen wollt. Wichtig auch, bitte nicht die Rinde entfernen. Die Rinde bleibt dran, das hilft dem Baum sogar beim Austreiben unten. Der wurzelt dann besser an. Rinde also einfach dran lassen. Wie gesagt, wo ihr den herbekommt, müsst ihr gucken. Man kann die sich teilweise von Naturgartenfirmen zuschicken lassen. Mir ist aber jetzt keine direkt bekannt, wo das so wäre. Ansonsten müsstet ihr jemanden kennen oder ihr fragt zum Beispiel jemanden mal, den Förster oder jemand anders, ob es in der Gegend eine Weide gibt. Oder ihr fragt mal beim BUND oder NABU nach. Die pflegen auch oftmals die Weiden vor Ort. Da kann man oftmals fragen, hey, habt ihr Weiden, wo man sich so einen Stamm auch abschneiden kann? Weil eigentlich stört das in der Natur ja nicht wesentlich. Ihr dürft es aber natürlich nicht illegal machen und einfach irgendwo hingehen und mal schnell einen Stamm absägen. Das ist natürlich nicht so eine praktische Idee. Das Pflanzen an sich macht ihr relativ einfach, und zwar mit einem Erdbohrer. Das ist so ein Teil hier. Damit könnt ihr das in den Boden reindrehen. Macht damit einfach ein richtig schönes tiefes Loch. Wenn es dicker ist, könnt ihr auch gucken, ob es mit einem Spaten grabt. Aber dann wird es halt relativ schnell aufwendig, weil das Loch muss eben schon so 80 cm ungefähr in der Tiefe sollte es haben. Ansonsten besteht die Gefahr, dass es austrocknet und dann geht euch die Weide ein, weil am Anfang hat die ja eben, selbst wenn die austreibt, hat die ja noch kaum Wurzeln. Die hat ja wirklich nur ihren Stamm, in den sie ein bisschen Wasser reinsaugen kann. Deswegen die Tiefe unbedingt gewährleisten. Und auch während des ersten Jahres, wenn es eine längere Trockenphase gibt, mal länger als 1, 2 Wochen trocken ist, ruhig auch gießen. Das schadet dem auf jeden Fall nicht. Grundsätzlich könnt ihr die Weide eigentlich an jedem Standort bei euch pflanzen. Hauptsache sonnig, also die braucht schon wirklich viel Sonne. Halbschatten, ja, also so 6, 8 Stunden wären schon gut am Tag auf jeden Fall Sonne im Sommer. Und wobei die natürlich über eine gewisse Höhe auch vielleicht doch in den Sonnenbereich kommt, also auch wenn sie hinterm Haus steht. Wichtig ist halt, dass der Kronenbereich irgendwo genug Sonne kriegt, weil die braucht einfach viel Sonne, sonst entwickelt die sich langsamer und dann habt ihr auch nachher nicht wirklich was davon. Im normalen Gartenboden gedeiht sie auch schon sehr, sehr gut. Besser ist natürlich, wenn ihr eine Stelle habt, wo irgendwie ein bisschen feuchter ist, wo Feuchtigkeit hinkommt, wo sich ein bisschen Wasser sammelt. Oder aber wo ihr zum Beispiel auch ein bisschen Wasser hinleiten könnt von der Regenrinne in Form von einem Sumpfbeet oder so. Da fühlt sie sich natürlich am wohlsten, weil eigentlich sind all diese Weiden hier, sind eher eben Bewohner von Bächen oder Flüssen. Die haben sehr, sehr gerne feuchte Füße. Ist auch kein Problem, wenn da mal einige Tage das Wasser steht. Das hat die gar keinen Schmerz mit, die Weide. Also wie gesagt, Pflanzung, Loch ausheben, dann am besten das Loch mit Wasser füllen nochmal komplett, dann die Weide rein, das Ganze eben nochmal gut mit Erde auffüllen dann auch, dass da wirklich überall Kontakt zum Erdreich besteht. Und danach müsst ihr eigentlich erstmal nicht mehr so viel machen. Der nächste Punkt, was ihr dann machen müsst im ersten Jahr ist, ihr geht hin und zwar im Mai, Ende Mai, Anfang Juni und schneidet bis etwa 20 cm unterhalb von der Spitze alle ausgetriebenen Äste ab, weil die wird jetzt ganz viele Äste kriegen. Also hat die hier auch schon bekommen, ich habe es schon abgeschnitten. Aber da treiben überall kleine Ästchen aus. Die schneidet ihr mit einem scharfen Messer direkt am Stamm ab. Da darf nichts stehen bleiben, kein Stummel, sonst treibt sie sofort wieder aus. Also alles abschneiden bis runter zu's. Und nur hier oben, die obersten 20 cm, die lasst ihr einfach stehen, weil die wollt ihr auf Dauer ja auch haben da oben. Das gleiche müsst ihr dann im gleichen Jahr nochmal machen, also etwas später im Jahr, August, September, nochmal hier alles runter abschneiden. Und dann im Prinzip im nächsten Jahr würde man dann hingehen und würde hier oben die Triebe
abschneiden und würde das aber eben auch wieder sehr früh im Jahr machen. Das heißt, die Triebe hier oben schneidet ihr im nächsten oder im zweiten Jahr dann im Februar, März ab, also wieder vor Laubaustrieb. Die könnt ihr wieder benutzen, wenn ihr wollt, könnt sie irgendwo reinstecken, könnt wie wir da hinten einen Tipi bauen, könnt damit einen lebendigen Zaun bauen. Aus Weiden gibt es unfassbar viele Möglichkeiten, da gibt es alles Mögliche, was man machen kann mit. Solltet ihr unbedingt wahrnehmen, die Möglichkeit, oder verschenkt es an Freunde, dass die sich auch eine Weide bei sich in den Garten setzen können. Kopfweide, wie gesagt, braucht es einen dickeren Stamm, da reicht so ein Ästchen hier nicht. Aber an sich kann ich das trotzdem nur empfehlen. Und dann danach, ab dem zweiten Jahr, müsst ihr wahrscheinlich auch noch mal ein paar von den Ästen hier wegschneiden. Und danach gilt es dann wirklich in einem Abschnitt von 1 bis 5 Jahren hier oben die Äste wegzuschneiden. Einfach. Das heißt, die müssen immer wieder runtergeschnitten werden. Und zwar entweder macht ihr es so, dass ihr nur die Hälfte der Äste schneidet, jedes Jahr zum Beispiel, weil dann habt ihr noch Blätter und auch Blüten. Das Problem ist nämlich, wenn ihr alle Äste auf einmal wegschneidet, habt ihr natürlich in diesem Jahr, weil die Weide dann ja keine Äste hat, keine Blüten. Das heißt, ihr habt keine Pollen für die Wildbienen, das wäre schade. Entweder also ihr macht euch eine zweite Korbweide und schneidet die abwechselnd, also eine in einem Jahr und die zweite im nächsten Jahr komplett. Oder aber ihr schneidet immer die Hälfte der Äste da oben weg, weil durch dieses ständige Wegschneiden kommen immer mehr Pilze rein, dadurch wird der Kopf immer dicker, wird immer breiter und dadurch entsteht das, was wir haben wollen, nämlich unterschiedlichste Abbaustadien von Holz. Viele Bereiche, die noch ganz, ganz frisches Holz sind, die noch funktionieren in der Weide, aber auch schon viele Bereiche, wo es dann einfach Höhlen gibt, wo ganz viel Holzmulm entsteht. Da fehlen sich wahnsinnig viele Käfer wohl. Da gibt es aber auch größere Tiere, die das teilweise annehmen. Also da zum Beispiel auch Steinkäuze, Wiedehopf, Rotschwanz, Blaumeise, Feldsperling. Es gibt diverse Tiere, Vögel, Marder sogar, die beziehen solche Höhlen auf Dauer auch. Klar, da muss natürlich erstmal bei euch in der Gegend vorkommen, aber ihr merkt schon, diese Weide ist absolut zauberhaft. Eine Korbweide sollte unbedingt in jeden Garten. Sie braucht nicht viel Platz. Sie macht das Ganze relativ schnell. Ihr habt hier einen schönen Bereich, wo ihr auch Schatten bekommt nachher drunter. Sie geht in jeden normalen Gartenboden. Bei gerade mal 4-5 Metern Durchmesser ist das wirklich im Prinzip nachher ein wunderschöner Kleinbaum, der maximalen Biodiversitätsnutzen liefert, weil der eben durch diese massive Pilzeinfall macht der im Prinzip innerhalb von 60, 80 Jahren das durch, was so eine Eiche in 500 Jahren macht. Und das genau ist das Tolle. Deswegen kann ich nur plädieren, setzt euch viele, viele Korbweiden in euren Garten. Ganz wichtig. Und schaut eben drauf, dass ihr die so pflegt, wie ich es euch vorhin gesagt habe. Dann wird das auch gut funktionieren. Lasst mich auch gerne wissen, wie das bei euch klappt. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.